Willkommen bei der ersten Folge der Useful with Tech News. Heute haben wir vier Themen. Einmal gibt es interessante Änderungen bei SyncFing, bei Dupli-Casey und bei QNAP. Zusätzlich haben wir noch ein neues Plugin bei KeePass im Angebot. Fangen wir mit SyncFing an. Ab Version 1.9 kann SyncFing jetzt mit Groß- und Kleinschreibung umgehen. Das hört sich trivial an, ist aber ein Problem, wenn Dateien zwischen Linux und Windows synchronisiert werden sollen. Linux behandelt eine Datei mit unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung als separate Datei. Bei Windows-Dateinamen spielt das keine Rolle. So kann ich auf Linux zwei Dateien mit gleichem Namen anlegen, die sich nur mit einem Großbuchstaben unterscheiden. Bei Windows geht das nicht. SyncFing hat dieses Problem bisher nicht abgefangen. Ab Version 1.9 wird dieses Problem elegant behandelt. Wer sich für Details interessiert, kann einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Duplicacy hat Erasure Coding mit Version 2.7.0 eingeführt. Erasure Coding speichert Paritätsinformationen, so dass auch korrupte Chunks wiederhergestellt werden können. Duplicacy sichert nicht einzelne Dateien, sondern unterteilt diese in Chunks und ist ein Chunk korrupt, hat man beim Restore ein Problem. Es gibt aktuell noch keine effiziente Möglichkeit, Backups zu prüfen. Deshalb ist Erasure Coding wichtig, dass beim Restore alles funktioniert. Zudem gibt es jetzt endlich einen Schalter, der es ermöglicht, beim Restore weiterzumachen, auch wenn ein korrupter Chunk gefunden wurde. Im schlimmsten Fall ist dann halt eine Datei verloren, aber das macht bei einem Backup von mehreren Terabyte natürlich nicht besonders viel aus. Schlimmer ist die ganze Zeit gewesen, dass Dupli-Casey den Restore dann abgebrochen hat und das Fortsetzen nur mit sehr viel manueller Handarbeit möglich war. Zudem wurde in Version 2.6.2 ein Fehler bei SFTP-Verbindungen behoben, der zu korrupten Backups führen konnte. Das heißt, Dupli-Casey lohnt sich jetzt wirklich mal abzudaten. Wer neue Backups anlegt und nicht so viel Schmerzen bei hohem Speicherverbrauch hat, der sollte sich auf jeden Fall auch Erasure-Coding anschauen. Dann gibt es noch ein Update für Nutzer, die TOTP-Keys bei KeePass benutzen, also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist auch unter dem Stichwort Google Authenticator bekannt. Und da gab es bisher zwei TOTP-Add-ons bei KeePass, die von den Entwicklern aber nicht mehr gepflegt wurden. Die haben zwar funktioniert, aber ja, sind halt in die Jahre gekommen mittlerweile. Was ändert sich nun? Das neue Add-on KeePass OTP wird in regelmäßigen Abständen weiterentwickelt. Zudem hat der Autor Migration von den alten Plugins berücksichtigt. Die Smartphone-App KeePass DX kann mit den neuen Einträgen umgehen. Um das Add-on zu installieren, muss es von GitHub heruntergeladen werden und ins Plugin-Verzeichnis von KeePass kopiert werden. Täglich grüßt jetzt noch das Murmeltier. Es gibt wieder mal ein QNAP Security Advisory. QNAP empfiehlt, die Helpdesk-Software auf den aktuellen Stand zu bringen. Ob die Lücke aktiv ausgenutzt wird, ist unbekannt. Mir ist in meinen Tickets nur aufgefallen, dass QNAP nicht einmal ein SSL-Zertifikat für den Login der Support-Agents benutzt. Generell sollte man QNAP-Geräte wegen der klaffenden Sicherheitslücken und der schlechten Kommunikation nicht offen im Internet stehen lassen, sondern diese hinter einer Firewall betreiben. Aktuell greift die Ransomware AgeLocker auf QNAP-System zu. Im Verdacht steht die QNAP Photo Station als Einfallstor. Wie immer gilt, Software aktuell halten und unbenötigte Software von den Geräten zu deinstallieren. Wenn euch diese Tech News Folge auf Usefulit gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo, dann bleibt ihr auch immer informiert.